In diesem Video stellen wir Ihnen die Fernanzeige Fox MD1 vor, Inbetriebnahme und Anwendung. Nachdem der Fox MD1 eingebaut wurde, stellen wir nun die Verbindung zum Fox 220, Fox 320 her. Einfach das mitgelieferte Kabel, ein Standardnetzwerkkabel, an beiden Geräten einstecken. Der Laderegler erkennt den Fox MD1 und startet von selbst neu. In der Anzeige des MD1 wird jetzt die Version und Sprachnummer des Gerätes angezeigt. Während der Startphase wird die Systemspannung ermittelt und rechts in der Anzeige ausgegeben. Hier ist es ein 12-Volt-System. In der Anzeige werden nun die aktuellen Daten, Spannung der Batterie 1, Ladestrom IC und der Strom zu den Verbrauchern IO angezeigt. Klemmen wir nun auch Batterie 2 an den Regler an, wird auch diese Spannung nun angezeigt. Als erstes zeigen wir Ihnen die verschiedenen Anzeigen, die der Fox MD1 ausgeben kann. Gehen wir nun mit der Taste Menü aufwärts in das erste Menü. Sie sehen, anstatt IC wird nun IS angezeigt. IS, I-Solar, ist der von den Modulen erzeugte Solarstrom. IC, E-Charge ist der tatsächlich in die Batterie fließende Ladestrom. Mit der Taste Menü abwärts gelangen wir dann wieder zu der Anzeige, bei der der Entladestrom E-Out angezeigt wird. Der Pfeil neben Batterie 1 zeigt an, dass momentan Batterie 1 geladen wird. In den nächsten Anzeigen wird der Ladezustand von Batterie 1 und Batterie 2 als Balkendiagramm angezeigt. Der nächste Menüpunkt betrifft die Funktion des Tiefentladeschutzes bzw. der Nachtlichtfunktion. Der Ausgang kann wahlweise als Tiefentladeschutz, Nachtlichtfunktion genutzt werden oder manuell ein- oder ausgeschaltet werden. In diesem Menü kann eingestellt werden, wie stark die Batterie 1 entladen werden darf, bevor der Laderegler die Verbraucher ausschaltet. Die Verbraucher werden immer von Batterie 1 versorgt. Jetzt können wir den Batterietyp von Batterie 1 und Batterie 2 getrennt voneinander einstellen. Es kann zwischen AGM, Gel und Bleisäure gewählt werden. Mit der Taste Escape gelangen wir immer direkt wieder zurück zur Standardanzeige. Es kann zwischen AGM, Gel und Bleisäure gewählt werden. Auch das Ladeverhältnis von Batterie 1 zu Batterie 2 kann eingestellt werden. Im letzten Menüpunkt kann der Kontrast des Displays eingestellt werden. Mit der Taste Escape gelangen wir immer direkt wieder zurück zur Standardanzeige.